Hallo YouTube, ich hoffe, euch geht's alle gut und willkommen zurück in der nächsten Folge. Jetzt habe ich gerade da geschaut. In der nächsten Folge, The Legend of Zelda Tears of Kingdom. Wir sind kurz vorm Wassertempel. Wir schauen uns aber da jetzt nur überall um. Wie immer halt, umschauen. Was da so geht, was da so gibt. Wir sind diesen einen Arm jetzt noch vorgelaufen. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob ich. Nicht. Diesen Arm sind wir noch vorgelaufen. Jetzt schauen wir nur auf diese Seite rüber, ob es da was gibt. Und dann gehen wir zu dem markierten Punkt, würde ich mal behaupten. Es ist so cool, dass die Schwerkraft ein bisschen anders ist. Das bleibt mir. So, wir gehen jetzt da rüber. Und dann gehen wir nach oben. Ich muss zuerst schauen, was da ist. Ich bin einfach viel zu neugierig. Ah, okay, das ist über uns. Das heißt, wir müssen nach oben. Warum geht das nicht? Okay, ich komme da gar nicht so auf. Das heißt, ich muss da auf. Jo. War ich da oben schon? Na, oder? Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen, dass ich da oben schon war. Oh mein Gott, ich springe ja für Hecher. War ich da oben? Na, oder? Ich muss immer aufpassen, wie ich springe. Oh mein Gott, du Wichs! Schlimm ist es. Ich hoffe, das fällt nicht runter. Na, da rum war man noch nicht. Cool. Hui. Oh mein Gott, wie hoch das hier aufspringt. Geil, die Truhe nehmen wir mit natürlich. Was ist da drin? Gamma Kriegerklinge. Okay, die ist strong. Die ist strong. Ist das ein Großschwert oder ist das ein Dingschwert? Da haben wir das mal weg, wie wir. Ohoho, sehr gut, sowas wollte ich. So, da ist der Schrein, da ist das Ding. Ist das über mir? Das ist alles über mir. Wir müssen nur weiter rauf. Da drüben waren wir überall. Da müssen wir. Dann kommen wir darüber. Cool ist, wenn jetzt genauso ein Seifenblasen erwischen wird. Also Wasserblasen. Danke. Brauche nur Ausdauer, wenn ich mich bewege. Das ist cool mit der Sauerrüstung. So, da lang. Wir müssen darüber. Ich hoffe, das geht so irgendwie. Hui! Ja genau, da kommen wir darüber. That's right. This is right, the right way.
Den nehmen wir mal Kombi Chip Chop. Ja gut, dankeschön. Wir müssen, ich will da eigentlich nichts übersehen, deswegen müssen wir ein bisschen schauen. Okay, das ist wieder so eine Passage. Oh, das ist cool. Oh mein Gott, wie weit das springt einfach. Das ist geil. Okay, das wird. Die müssen wir eigentlich auch sammeln. Ach, wenn ich alles machen darf. Bewegt sie das? Na. Darüber schaffen wir es niemals. Eventuell wird sich das ausgehen. Oh mein Gott. Hui. So, da. Dass wir da umkommen, müssen wir so viel da. Das geht sich das aus. Das, aber wo muss ich hin? Da muss ich hin. Die Frage ist, was da drüben ist. Wir wollen es wissen. Ein Truhe! Da sind so viele Truhen versteckt, das ist ja Wahnsinn. Oh mein Gott, ich hab schon gesehen, wie ich vorbeiflieg. Schauen wir, was drin ist. Eine alte Karte. Eine Landkarte, die offenbar vor langer Zeit angefertigt wurde. Sie weist den Weg zu einem Ort, aber was mag sich dort nur befinden? Sehr gut. Auf der alten Karte angezeigte Ort wurde in die Karte übertragen. Nice. Wir müssen da mehr. Dann haben wir uns auch wieder, würde ich behaupten. Hui. Lusti! Oh mein Gott! Das macht ja Damage. Das ist so scheiße, weil ich einfach nichts zum Essen hab. Eine Minute bitte keine Früchte. Aber nicht zu viel. Jetzt kassierst du, mein Freund. Was, sie hat ihn killed? Oh mein Gott, wie strong. Meine zwei Begleiter, ultimativ strong.
Sehr gut. Was kriegen wir jetzt? Schauen wir, was noch drin ist. Gamma-Krieger Breitschwert. Aus dem Namen gefällt das robustes Großschwert der Sona. Das ist halt ultimativ strong, gell? Ja, ich glaube, ja, muss dran glauben. Was? Kann ich da jetzt nur mehr? Ey, Wüdeschwert, warum? Ist das ein Bug? Ich habe ja schon eins. Du willst mich verarschen. So, jetzt. Doch, kein Bug. Ich bin einfach wieder mal NPC. Aber wir sind's eh gewöhnt. Wir sind's eh gewöhnt von mir. Lol. Einfach der Weg. Einfach der Weg. Was ist eigentlich passiert euch da? Oh mein Gott. Ach so. Stopp. Okay, da haben wir ein bisschen ein Problem. Das funktioniert nicht so. Oh mein Gott! Das war knapp. Das war richtig knapp. Sorry. Kannst du bitte... Da ist nichts drunter versteckt. Das wundert mich aber. Okay. Ich glaube, ich weiß schon, was ich machen muss. Ich bin mir echt ziemlich sicher, was ich machen muss. Das geht da genau drüber, dann kannst du voll drauf. Wir machen das aber vernünftig. Eine Sprungchance. Ja, genau. Ich komme nach oben, das passt. Ich kann dann drüber fliegen. Es ist nicht genau richtig, aber es ist wie es ist. Da oben ist eine Truhe. Warte mal.
Tja, natürlich nehmen wir die mit, klar. Wir haben es so ein bisschen falsch mitgenommen. Ich glaube, weil da unten kannst du dann so bauen, dass du den Rest ist, dass du so unten durchkommst. Ah, okay. Elite-Klinge. Ich würde sagen, der muss jetzt da glauben, es hilft nicht. No! Scheiße, ich will warten. Und darüber kommen wir auch easy, wenn die einfach so hoch wie möglich geht. Ich meine, ich konnte das wäre der 4 geht, aber ich brauche das, glaube ich, fast gar nicht. Ich muss nur hoch genug kommen. Dann passt's. Bitte bleib mit Tränen, oh mein Gott! Es ist so ein Scheiß. Boah, wenn ich jetzt abgesprungen war, ich schwör's euch jetzt so geschrien. Wie hoch geht die? Ah, das wird knapp. Okay, jetzt reicht's. Wo ist noch einer? Komm her da. Oh mein Gott! So, ich stimme jetzt genau da her und dann muss ich mich mitnehmen nochmal. Explodier. So dumm. So. Da, da. Ich muss mich genau erwischen, oder? Sehr gut. Wir kommen jetzt nach oben und nach vorn. Das ist wichtig. Easy boy. Oh. Okay. Waren wir jetzt eigentlich da auf der drüben Seite? Ah, da kommen wir jetzt hin. Ja genau, da kommen wir jetzt hin. Gott sei Dank habe ich so viel Wasserfrüchte gesammelt. Was kriegen wir da bitte nicht wieder Waffen, weil da kommt. Ein Opal, den nehme ich mit, den nehme ich gern mit. So, wir schauen, was passiert da? Was haben wir da? Wir haben das. Wir haben das. Okay. Wir haben Ventilatoren. Okay, okay, okay. Das haben wir und Fliege haben wir. Und wir haben Bauklötze. Warum haben wir Bauklötze da? Wir müssen da um. Ja, der steht da drüben schon. Das ist nur, oh mein Gott, oh mein Gott. Schaut euch mal das, die Händel da, die sind aus wie von der Midna, die Masken von Twilight Princess. Okay, eigentlich simpel. Eigentlich simpel. Wir brauchen das. Wir brauchen das. So.
Wir brauchen das. So, da hält der gerade. Ja. Wir brauchen. Ja, die brauchen wir gar nicht. Oder? Wenn die auslöst, bleiben die genau. Haben wir genau das. Wir machen jetzt 4. Wie dann 4 auf, dass er voll abgeht. Wenn wir so viel da haben. Oder 3. 3 reichen ja, oder? So, dann jetzt machen wir Zusatzenergien. Die haben wir selber eingesteckt. Jetzt haben wir da vorne her. Ja, der Gerät, oder? Würde ich mal behaupten. Ein Lenkmodul fehlt noch. Stimmt. Ja, bitte, dass ich noch drauf spielen kann. Jo. Und ich würde sagen, let's go! Sidon! Komm rein mit den Leuchtpilze. Jetzt haben wir da so viel gesammelt, oder? Oh mein Gott! Was ist mit Arm los, Leck? Mann, Alter, da passiert. Das ist so random, was da passiert. Ich bin ja ausgewichen, oder wie was drücke ich denn den scheiß Knopf, wenn er nicht ausweicht? Ich kann es nicht riskieren, ich will es nicht Game Over, gell? Ich bin eine ganze Leuchtpilze, ich weiß nicht. Warum kann ich nichts drucken? Warum kann ich nichts drucken? Ja! So, mit dem hätten wir Meeresboden aufgewischt. Los Link, rasch weiter, sonst setzen wir noch Seepocken an. Okay, da war ein Schwert. Ich habe aber nie Blut. Das war halt der Laserdings, das war halt crazy. Aber ja. Ich glaube, wir werden da richtig Troubles. Das schaut so offen, so serviert aus, dass sie. Okay, da ist nichts. Mein komisches Gleiterteil ist auch einfach abwascht. Ja, wir gehen auf.
Sidon, was ist los? Jetzt auf wieder. Da ist es. Wie mir scheint, fließt der ganze Schlamm in Fällen von den Ruinen über uns herab. Was bedeutet, dass sich die Quelle des Problems irgendwo dort oben befinden muss. Link, das müssen wir uns unbedingt ansehen. Bist du bereit? Ja, klar. Also gut, dann schnell los. Oh, das ist da oben. Okay, passt, sehr gut. Dann würde ich mir sagen, eine mit uns. Ist ja richtig cool. So. Oh mein Gott. Wir sind da. Wassertempel. So. Oh mein Gott. Musik. What the fuck, was ist das, Alter? Wir machen die Musik an. Ist gut. Was für ein fantastischer Ort. Und alleine die Vorstellung, dass er über unserem Dorf am Himmel schwebt. Link, schau nur. Das ist der Ursprung des Schlamms. Überhaupt kein Zweifel möglich. Was immer es auch genau sein mag, wir müssen es irgendwie aus der Welt schaffen. Ah, okay. Ja. Das ist die Lösung. Schau, da oben, Link. Wir müssen lediglich dieses Wasser zur richtigen Stelle leiten. Okay, eigentlich simpel. Eigentlich simpel. Oh mein Gott, das schaut so cool aus. Jetzt geht's los. Der Wassertempel, oder? Okay. Oh. Oh. Ah. Es geht um das. Es funktioniert nicht. Aber du hast es doch auch gesehen, oder Link? Dieser Mechanismus hat etwas bewirkt. Nur reicht die Wassermenge noch nicht. Stimmt. Ah, schon wieder dieses Geräusch. Geliebter Nachkomme, hier entspringen die reinen Wasser des Dorfes der Soras. Nutze deine Macht und öffne die vier übrigen Speier, damit sich hier genug Wasser sammelt. War mir klar. Boom. Willkommen im Wassertempel. Ich weise dir den Weg. Dankeschön. Es hat nur da zwei Stück, gell? Was? Oh. Die Stimme! Diesmal habe ich sie ganz deutlich gehört. Vier Speer sollen wir öffnen, dann fühlen sich anscheinend alle der Krüge dort mit Wasser. Gut, worauf warten wir, Link? Zusammen sind wir unschlagbar. Let's go. Ja, wir sind im Wassertempel angekommen. In den nächsten Folgen werden wir wahrscheinlich die erste Hälfte vom Wassertempel machen. Und geil, schaut cool aus, coole Musik. Schauen wir, wie schwer das er wird, der Tempel. Und ja, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn euch das ganze Projekt gefällt, könnt ihr mich gerne unterstützen mit einem kostenlosen Abo auf dem Kanal, ein Like. Und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Schauen. Dann sehen wir uns in den nächsten Folgen. Kuss, meine Lieben. Dankeschön.